Ich bin ein Zocker, jedes Game wird jetzt gerockt. Ich hab schon als Kind Mario auf der NES gezockt. Ich war schon immer ein Nerd, der gern zu Hause bleibt. Ich wollte nur spielen, COD. Es geht weiter jetzt. Ja, wir dürfen jetzt fahren. Endlich durch die Baustelle durch. Ach, da war die Hupe. So, endlich haben wir uns mal durchfahren lassen. Boah, da ist schon mal ein Stau. Ich weiß nicht, ob der Stau so ist. Das ist ein Unfall, wir kommen daran vorbei. Da brennt die Tankstelle. Oh. So. Nicht reingehen. Komisch. Auf 70 dürfen wir hier gehen. Jetzt so auf 50. Na, thanks. Lass mal raus. Genau, bleib stehen. Ich lasse ihn nicht raus. Ja, sind wir jetzt wohl durch den Stadtverkehr. Schlimmer kann es auch nicht werden, oder? Ja, okay, wir dürfen für die Umfahrung nehmen. Geil, dass wir gleich grün haben. Passt ja, kann man gleich drüber fahren, ja. So. Ich blicke wieder aus. Da vorne erstmal wieder eine Mautstelle. Das macht immer wieder viel Spaß, ey. Nee, ich hasse es. Das ist schlimmer an Italien. Immer nur Mautstellen, Mautstellen, Mautstellen. Und jedes Mal stecken sie sich da eine Kohle in den Sack. Ey. Kollege, also der kann dir der Boss wahrscheinlich. Ich hab mich mal. Okay, wo hab ich den überhaupt? Ne, ich hab keinen. Muss ich mal noch. Oh, sorry. Muss ich mal noch mal suchen. Ich hab der Rücken irgendwie so scheiße, ey. Und ich hab gestern, wie gesagt, gestern Hecke geschnitten, hab mir fast irgendwie den Rücken ausgedeckt. Ah, das nervt. Da ist er, bremst du jetzt? Da bist du eigentlich schon, ne? Alter, du wieder um die Kurve fährt, ey, lecker mio. Der hat mich jetzt komplett, der hat uns jetzt komplett ausgebremst. Danke. Oh, rechts geht's nach Bari, wollen wir aber nicht hin, wir wollen nach Pescara. So,
Also, wir haben 2364 Computer. So. Gerade man könnte uns, denke ich mal, schon 100.000 Euro holen können. So, aber jetzt riecht der mich aber auf, ey. So, was mich daran nervt, der hat keinen Auflieger dran, gibt kein Gas. Hätten wir jetzt, gibt er das? Nee. Immer noch nicht. Na, ich. Na, brauche ich gerade rüber gehen. So, 80. Italienische Autobahn ist nämlich 80 erlaubt, ne? Fällt mir gerade so ein. Wenn du da 85 fährst, also dann wird eine Cabernere erwischt, dann bist du im Arsch. Dann kannst du deinen Führerschein schon mal abgeben bei denen. Die sind da richtig fies drauf. Wenn ein LKW, ein deutscher LKW zu schnell fährt bei denen da unten, dann geht's da richtig ab. Stundenkilometer geht's bergin, geht's über eine ebene Fläche, die sich Autobahn nennt. Wir warten der hier schon runter hier. 82.390. Okay, passt. Ups, ist auf den Zeitscheiben rausgekommen. Was auch noch geil wäre, wenn sie den hier ist der Assistent nochmal. Der Spurhalteassistent. Wenn sie den auch noch hier mit reinmachen würden, was den es als Mod geben würde, weil das hörst du nicht richtig, wenn ich ehrlich bin. Ich bin das so wie beim Aktrostieren, ey. Den echt ist ja auch beim Scania, wenn du da die, wenn du den anhast, den Assistenten. Was ist denn los? Was ist beim Schnee jetzt da alle? Unfall? Achso, Baustelle. Ups. Lol. Warte mal drüben. Jo. Ups. Das sollte eigentlich nicht passieren. Die 50 Grad Fahrt so. Ne, wir kommen immer dem näher. Ja, 50 fahren so. Was ist denn los, ey? Guck mal. Hier sind die Iveco fahren, der startet schon wieder. Alter. Boah, es geht auf 40 runter, ey. Du willst mich verarschen. Ach, dein Zone, ey. Schon wieder Baustelle. Da wird es schreiben, ey. Mach ich dir schnell mal kurz ein bisschen aus. Ah, schon wieder Baustelle. Das ist halt mal richtig gang. Und Unfall, da hat er fett geknallt. Alter, die Straße ist ja schlecht wie die Sau. Sag mal, wollen die hier reparieren oder wollen die kaputt machen? Oh, da brennt ein DAF. Deswegen fährt man noch kein DAF. Weil die Kiste brennt nämlich immer nur. So. Oh ja, klar, der überholt mit seinem MAN. Philippetz. Tja, und ich darf nicht überholen, ne? Immer schön entlang dackeln.
So, wieder zurück, meine Mutter war gerade im Zimmer. Das ist jetzt Essen gibt. Das ist jetzt auch kurz nach 12 Mittags, aber ich muss wohl wieder zur Weißen trotzdem geschmerzen, muss ich wohl doch Hecke schneiden. Das ist fies. So, aber jetzt reicht's mir, ey. Jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich die Nase voll. Egal, ob ihr 18 Tage angeschrieben habt, ist mir scheißegal gerade. Guck mal, Oma ist einfach Platz lässt. Was immer. Lol, jetzt in den Gang. Lol, jetzt in den Gang, rausgefallen. Wir können gleich ganz da rein gehen, weil da vorne kommt nicht bis Kera. Kommt hier auf. So. Hat so irgendwie auch nichts gebracht, weil ich die Lasse getroffen habe, aber naja. Das ist so, steht ein bisschen weiter vor meinem Hinkern. Wir haben eine rote Ampel, wir haben es jetzt. Ja, der Ampelverkehr. Schön steht für Ampelverkehr. Aber jetzt haben wir gerade. Auch in echt hin. So. Kommt, da kommen wir wohl durch, oder? Nein, natürlich nicht. Die lässt eine LKW durch, dann ist wieder dicht, ey. Das nervt jetzt schon wieder. So, die in der Stadt sind noch 50 erlaubt. Okay. So, bei der Blaze spielt Armada. Das ist mein Telefon. Tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Ich rufe wieder Oma an. Die Oma. Die Oma ruft wieder an. Ja, komm. Ich hab Stehkiste. Ich weiß, ich bin gerade 50 gefahren. Wollte mal kurz gucken, was der Aktus denn so der Beschleunigung drauf hat. Denn wir haben immerhin 25 Tonnen Zement. Die Kiste zieht immer noch so gut weg. Ich vermute, dass ich 510 PS mal da drin habe. Tut mir leid, ich bin total müde jetzt. Nehmen wir jetzt. Normal ist es gar nicht müde. Aber heute haut es mich richtig weg. Komm. Ach, heute werde ich wahrscheinlich keine 16 Stunden sich am PC schieben können. Leider nicht. So, macht einen Gang davor ziehen, so. So, wir stehen auf Liga. So. Nee. Aber du musst von selbst einparken, ist das weicher. Sein jetzt. Ich weiß, ich bin nicht gerade, ich bin schlecht, ich weiß.
So, was nehmen wir denn? Simsalabim, Fernfahrten anwenden. Gucken wir mal ein bisschen weitere Tonfahren. Wir speichern noch. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Das war heute sogar die 11. Zeitfolge Eurotruck Simulator 2 Singleplayer. Ich hoffe, es hat gefallen. Abonnieren, kommentieren, liken.